Hey Leute und willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie man sowas hier erstellen kann. Ein fallendes Schild mit einem Amboss-Geräusch, wenn es aufkommt. Und man kann das Ganze noch hier beschriften. Wie das Ganze jetzt funktioniert und wie man das Ganze macht, zeige ich euch jetzt. So, als allererstes braucht man natürlich ein Schild. Am besten bauen wir das hier ein bisschen ein paar Blöcke hoch und schreiben da irgendwas drauf, was halt dann auch draufstehen soll. Und ja, dann gehen wir gleich mal in MC Edit. So, da bin ich in MC Edit und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier unter diesem Schild die Blöcke weg mit hier Delete Blocks. Markieren dann das Schild hier, gehen hier auf Filter und ja, die zwei Filter, die man dafür braucht, stehen natürlich auch in der Beschreibung. Erstmal der Sandify-Filter, das Ganze zum fallenden Objekt macht. Dann gehe ich hier auf Filter und habe hier so ein Entity heißt es. Und ja, dann markiere ich den Bereich, wo das Ganze drin ist. Gehe nochmal auf Filter und diesmal auf Better Structure Spawner. Und gebe hier, also lasse es hier auf Keep und gebe hier die Koordinaten 10, 10, 2 zum Beispiel ein, habe ich jetzt genommen. Man kann natürlich auch andere Sachen eingeben, aber ich nehme jetzt einfach mal das. Gehen wir auf Filter und speichern das mit STRG S. Und wir sehen hier, da ist ein Kommandoblock entstanden hinter mir. Und ja, zu den Koordinaten, die ich halt hier eingegeben habe, in der X-Achse 10, Y 10 und in der Z-Achse 2. Wenn ich jetzt wieder in Minecraft wechsle, sehen wir schon, dass dieses Schild hier runtergefallen ist. Und wir haben hier oben den Kommandoblock, den wir vorhin auch schon gesehen haben. Wenn ich da jetzt hier reingucke, steht noch ein bisschen viel Text drin. Und jetzt kann man einfach alles kopieren mit STRG A und STRG C. Dann stellen wir den Kommandoblock hier hin, fügen das Ganze mit STRG V ein und wir können das Ganze schon betätigen. Da ist es gespawnt. Also da ein bisschen verschätzt, so. 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 Und da ist es. Genau, wenn wir jetzt noch dieses Geräusch vom Amboss haben wollen, machen wir hier zwei Blöcke Abstand, noch einen Kommandoblock hin mit Play Sound, dann random.anvil unterstrich land at p oder at a und wenn wir das Ganze jetzt mit Repeatern so verbinden, jeweils auf vollster Stufe hier auf 3, dann werden wir sehen, dass das Ganze hier funktioniert. Genau. Das kann ich jetzt noch ein bisschen verstellen, dass es halt perfekt ist. Ja, das passt schon, denke ich mal. Ja, das ist sehr nützlich für Adventure Maps. Das Ganze geht übrigens auch nur im neuesten Snapshot bis jetzt, 13W39B. Und später natürlich auch noch in der 1.7-Version. Und ja, wenn ich euch geholfen habe, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und über ein Abo natürlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal.